Es ist Donnerstagmittag, 15 Uhr. Die meisten Kinder sitzen jetzt zu Hause an den Hausaufgaben oder mit Mutti am Esstisch. Doch nicht alle Kinder kommen aus einem geregelten Elternhaus. Diese Kinder finden seit 2012 Zuflucht bei Sibylle Beck und der Kinder- und Jugendarche Karlsruhe. Wir haben ganz unterschiedliche Kinder bei uns in der Arche. Wir haben Kinder aus sehr sozial schwachen Familien, wo Eltern wirklich überhaupt kein Geld haben, aus Familien, wo die Eltern Alkoholiker sind, wo sie sich nicht richtig drum kümmern können. Wir haben aber auch Kinder aus Familien, wo das Geld jetzt nicht unbedingt die Rolle so spielt, aber wo die Eltern durch irgendein Ereignis irgendwo in Not geraten sind, dass sie selber nicht mehr können, überlastet sind, überfordert sind. Solche Kinder haben wir auch hier. Die Kinder können hier nach der Schule toben, spielen, malen, bekommen ein leckeres Mittagessen und werden bei den Hausaufgaben betreut. Sibylle Beck und ihr Team aus 15 ehrenamtlichen Mitarbeitern legen besonders viel Wert auf musische Förderung. Die Idee für die Arche kam im Jahr 2011. Hier als Kirche haben wir die Räume umgebaut und diesen Umbaumaßnahmen in diesem Zuge waren hier ganz unterschiedliche Kinder auf dem Gelände. Und besonders drei Kinder sind mir immer wieder ins Auge gestochen. Die waren von morgens schon da in den Ferien, dann morgens, mittags bis spät abends waren die hier auf dem Gelände, haben bei uns mitgeholfen, haben mitgegessen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, so nach dem zweiten, dritten Tag, wo sind eigentlich die Eltern von diesen Kindern? Und als dann oft so war, dass nachts um 10 die immer noch niemand abgeholt hat, habe ich mir wirklich Gedanken gemacht, wo wohnen eigentlich diese Kinder, was steckt hinter diesen Kindern? Und so habe ich angefangen zu recherchieren und rauszufinden, dass wirklich sie aus sehr schwierigen Familien kommen. Und so haben wir angefangen, für sie ein Nachmittagsprogramm zu starten. Das hat hier ganz klein erstmal begonnen. Und nach und nach ist diese Arbeit gewachsen. Wir haben einen Verein gegründet und so ist die Arche entstanden. Essen, Betreuung, Förderung und sogar Ausflüge werden komplett durch Spenden bezahlt. Sibylle Beck ist motiviert, dieses Projekt noch lange weiterzuführen. Also für mich ist das Allergrößte, wenn ich sehe, dass ein Kind sich im Laufe der Zeit hier verändert. Oft kommen die Kinder her und sie sind sehr, sehr traurig, eingeschüchtert, reden kaum mit anderen oder sind hochaggressiv. Und wenn ich sehe, dass sie sich im Laufe der Zeit wirklich verändern, das ist das Größte für mich. Und ich sehe es in ihrem Gesicht, in ihrem Lachen und dass sie mit anderen Kindern anfangen zu spielen, ohne permanent sich jetzt zu schlagen oder irgendwas zu machen. Das bestätigt es, dass ich denke, es ist richtig, was wir hier tun. Wir wünschen Sibylle Beck und der Kinder- und Jugendarche Karlsruhe für den Impulspreis 2013 viel Glück.